Ja, lieber Herr Dreher, lieber Nils, meine sehr verehrten Damen und Herren, das etwas andere Thema im Vergleich zu dem, was Sie heute über den Morbus Crohn, die Colitis ulcerosa hören, die mikroskopische Colitiden, oft unerkannt, aber gut zu behandeln. Wenn wir uns einmal anschauen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, vielleicht die Fälle, wo es nicht ganz klar ist, die Pouchitis, das sind ja Erkrankungen, die Sie gut kennen. Deswegen sitzen Sie zum größten Teil auch hier. Trotzdem, in den letzten Jahren hat sich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung etabliert oder anders gesagt, ist als chronische entzündliche Darmerkrankung akzeptiert. Das ist nämlich die mikroskopische Colitis und wir unterscheiden da im Grunde genommen zwei Formen, einmal die kollagene und die lymphozytäre Colitis. Und letztlich ist diese mikroskopische Colitis erfüllt alle Kriterien für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Wir haben einmal chronische Beschwerden, das ist der chronische Durchfall, ich komme da später noch drauf zu sprechen. Und es ist eine chronische Entzündung im Darm, wenn der Pathologe die Biopsien, die Proben, die bei der Koloskopie entnommen werden, untersucht. Insofern erfüllt es alle Kriterien. Natürlich haben wir im Gegensatz zum Morbus Crohn, zur Colitis ulcerosa, wenn wir endoskopisch gucken, natürlich nicht diese schweren Ulcerationen, das ist klar, da komme ich dann auch später drauf zu sprechen. Wie häufig ist das Problem überhaupt? Wenn ich Patienten mit chronischer Diarrhoe, mit chronischem Durchfall, die in die Praxis kommen, koloskopiere, eine Darmspiegelung durchführe, dann finde ich erstmal in 60-90% der Fälle nichts. Die Schleimhaut ist unauffällig, das ist der Alltag, das sieht man auch an diesen zahlreichen Studien, die durchgeführt werden. Wenn man dann konsequent eine Stufenbiopsie macht bei diesen Patienten, obwohl die Schleimhaut unauffällig ist, dann finde ich durchaus, ich muss nochmal zurück, in 3-25% der Patienten eine mikroskopische Colitis. Eosinophile Colitis ist heute nicht das Thema, in etwa 2%, aber in 3-25%. Also ein Viertel der Patienten maximal. Aber natürlich jetzt die Frage, warum 3-25%? Warum ist die Spanne so groß? Das liegt nämlich daran, es kommt ganz drauf an, bei welchem Patienten Sie nach der mikroskopischen Colitis schauen. Und das sieht man hier an dieser populationsbasierten Studie, die die Häufigkeiten einer schwedischen Kleinstadt untersucht haben in diesem Zeitraum. Und man sieht hier sehr schön, das gilt sowohl für die Kollagene als auch für die lymphozytäre Colitis, so ab dem 50. Lebensjahr, ob Frau oder Mann, steigt die Häufigkeit der mikroskopischen Colitis deutlich an. Und wir haben dann im Grunde genommen Häufigkeitsraten, wie wir sie vom klassischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa in der jungen Population kennen. Und in dieser Untersuchung war der Anteil 10% bei all den Patienten, die sich mit Durchfall vorgestellt haben. Und wenn das Alter über 70 Jahre war, dann stieg der Anteil nochmal auf 20%. Und in dieser Untersuchung hat sich auch gezeigt, dass in den letzten Dekaden, in den letzten Jahren, auch in diesem Zeitraum, die Häufigkeit auch dieses Erkrankungsbild zugenommen hat. Also unterm Strich, früher haben wir immer gedacht, die mikroskopische Colitis ist ein seltenes Krankheitsbild. Heute wissen wir, dass wir im Grunde genommen Häufigkeitsraten haben, wie wir sie vom klassischen Crohn und der Colitis ulcerosa kennen. Wenn wir uns jetzt einmal hier die typischen Beschwerden der Patienten, die sich vorstellen, mit mikroskopischer Colitis darstellen. Hier ist mal so eine große Gruppe von Patienten mit Kollagen und lymphozytärer Colitis, knapp 500 Patienten. Dann sieht man sehr schön, was denn das Charakteristische bei diesen Patienten ist. Erst einmal, 2/3 der Patienten sind Frauen. Das ist in allen Populationen, in allen Studien so, 2/3 sind Frauen. Und Sie sehen das mittlere Alter, 65 Jahre also. Es ist eine Erkrankung des höheren Lebensalters. Und Sie sehen, wie lange dauert es denn, bis die Diagnose gestellt wird, in dieser Population, in anderen Studien auch, 3, 4, 5 Jahre. Also die Patienten laufen lange mit einem chronischen Durchfall herum, bis dann die Diagnose endlich gestellt wird. Und es ist deswegen so wichtig, dass sie gestellt wird, weil man sie gut behandeln kann, die Erkrankung. Da komme ich gleich später drauf zu sprechen. Und die Patienten sind natürlich geplagt durch ihre Beschwerden. Sie sehen mittlere Stuhlfrequenz von etwa 7 und vor allem auch nachts. Ja, das grenzt es, da komme ich später drauf zu sprechen, auch zum Reizdarmsyndrom, ist ja viel häufiger, ab. Der Reizdarmpatient hat nachts keine Beschwerden. Der Patient mit mikroskopischer Colitis hat nachts auch Durchfälle. Das ist für uns Ärzte auch in der Anamnese wichtig. Wir fragen dann immer, haben Sie denn auch nachts Durchfall? Dann sollten die Alarmglocken läuten.
Die Patienten haben auch begleitend Bauchschmerzen in 30%. Gewichtsverlust wird auch von einigen Patienten angegeben, weil die Patienten mit einer hohen Durchfallfrequenz irgendwann auch aufhören zu essen, zu trinken, weil das doch einen gewissen Einfluss darauf hat. Autoimmunerkrankungen sind assoziiert, möchte ich nicht näher drauf eingehen. Aber ein Punkt ist es noch wichtig zu erwähnen. Wir haben in ein Drittel der Patienten Bauchschmerzen. Und wenn wir Bauchschmerzen und Durchfall zusammennehmen, dann kann natürlich erstmal rein von der Anamnese der Eindruck entstehen, dass, und so laufen auch viele Patienten rum, es ist doch ein Reizdarmsyndrom und keine mikroskopische Colitis. Und das ist auch in Untersuchungen, in einigen Studien dargelegt, wenn man Patienten, wo die Diagnose mikroskopische Colitis schon gestellt wurde, anhand der Symptome mal guckt, erfüllen die denn auch die Kriterien eines Reizdarmsyndroms, dann sieht man hier sehr schön, in fast 50% sind diese Patienten bezüglich ihrer Beschwerden deckungsgleich. Und das ist letztlich für uns im klinischen Alltag wichtig, genau diese Patienten zu separieren oder die Patientin aus dem großen Reizdarmtopf herauszufiltern, die tatsächlich eine mikroskopische Colitis hat, weil die Behandlung natürlich eine ganz andere ist. Und nur kurz, die Lebensqualität, wenn man die misst, ist bei Patienten mit mikroskopischer Colitis deutlich eingeschränkt. Sie sehen hier mal so einen Score, normale Bevölkerung 121 und Patienten mit kollagener Colitis hier als Beispiel 77, also eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität. Und wenn wir sagen, in der Koloskopie haben die ja gar keine Geschwüre und auch keine Blutungen, sie haben nur Durchfall, ist das letztlich die Antwort darauf, dass man auch diese Patienten natürlich konsequent diagnostizieren und konsequent dann auch behandeln muss. Endoskopie ist in der Regel unauffällig, die Endoskope werden aber heutzutage oder sind heutzutage so gut, dass wenn man genau guckt bei diesen Patienten, man durchaus minimale Veränderungen finden kann, ein bisschen Rötung, ein bisschen Schwellung, hier und da mal ein kleines Geschwür, also so in 30% findet man Befunde und wenn man dann eine Färbung durchführt, wie das in dieser Untersuchung gemacht ist, nur so als Beispiel, dann sieht man durchaus zwischen einer normalen Schleimhaut und den Patienten hier mit mikroskopischer Colitis Veränderungen, die auffallen. Trotzdem, unabhängig von den minimalen Befunden, entscheidend ist die Biopsie, entscheidend ist, dass in der Darmspiegelung die Proben konsequent im gesamten Darm genommen werden, weil nur anhand der Biopsie der Pathologe uns dann die Diagnose mikroskopische Colitis stellt. Und hier sind mal die zwei Erkrankungen Kollagen und lymphozytäre Colitis aufgeführt. Da sage ich gleich noch was zur inkompletten mikroskopischen Colitis. Aber wenn man die Proben macht, sagt uns der Pathologe, grundsätzlich bei all den drei Erkrankungen, ich habe vermehrt Entzündungszellen. Das ist ja das eine Kriterium. Wenn man dann weiter guckt, hat natürlich die kollagene Colitis hier dieses Kollagenband, das sieht man in der Färbung sehr schön und das muss eine gewisse Weite überschreiten, 10 Mikrometer, das ist so die Grenze, die in der Literatur steht, aber wenn man mal guckt, wer hat denn das mal festgelegt, gibt es da irgendwelche Daten, da findet man nichts, das ist ein arbiträrer Wert, der mal irgendwann festgelegt wurde, das ist gleich wichtig, wenn wir über die Inkomplette sprechen. Und bei der lymphozytären Colitis und deswegen auch der Name sind die intraepithelialen Lymphozyten erhöht. Cut-off liegt so bei 20 pro 100 Epithelzellen. Und wie gesagt, die Inkomplette, ebenfalls etwas, was jetzt in den Vordergrund drängt, was wir weiter auch untersuchen müssen, weil das sind harte Kriterien. Und was ist denn, wenn das Kollagenband nur 5 Mikrometer ist? Oder was ist denn, wenn die Lymphozyten unter 20 sind und der Patient hat chronischen Durchfall. Hat er dann auch eine mikroskopische Colitis? Ja, nein. Behandle ich ihn auch wie eine mikroskopische Colitis? Das sind so Fragen, die noch offen sind und deswegen nennen wir das auch inkomplette mikroskopische Colitis. Aber da sind noch viele Fragen offen. Im klinischen Alltag ist es so, dass man auch diese Patienten konsequent dann so therapiert wie eine mikroskopische Colitis und die sprechen auch sehr gut an. Gucken Sie nicht so sehr auf die Folien, das erzähle ich so, dass Sie es verstehen. Warum ist eine hohe Koloskopie wichtig und warum ist auch eine Stufenbiopsie aus allen Abschnitten wichtig? Und das ist gerade für die kollagene Colitis wichtig. Hier ist einmal aufgeführt, in zwei Studien hat man konsequent natürlich Biopsien durchgeführt im Rahmen der Studie und hat man geguckt, in welchen Abschnitten des Dickdarms ist dieses Kollagenband verdickt. Und wenn das Kollagenband verdickt ist,
dann kann ich ja die Diagnose Kollagenokolitis stellen. Und Sie sehen, wenn ich im Enddarm biopsiere, dann ist das nur in 60% verdickt und 40% ist normal. Das heißt, 40% der Patienten, wenn ich nur eine Enddarmspiegelung mache, entgehen mir der Diagnose. Und je weiter ich nach rechts komme, Sigma, Deszendenz, Querkolon, Aszendenz, steigt der Anteil der Patienten, wo das Kollagenband auch tatsächlich über 10 Mikro ist, sodass man daraus eben ableiten kann, dass eben eine hohe Koloskopie notwendig ist, damit man eben hier nicht diese 40% hier durchrutschen und man sie als Reizdarmpatienten klassifiziert, obwohl sie eine Kollagenokolitis haben. Und wenn man das dann kombiniert, sieht man, das ist jetzt für den klinischen Alltag wichtig, man im aufsteigenden Ast, im Querdarm und im absteigenden Ast, wenn man da biopsiert, jeweils 2 Biopsien, gar nicht so viel, dann hat man eine hohe Treffsicherheit von fast 100%, auch Patienten mit einer Kollagenokolitis zu diagnostizieren oder eben auch dieses Erkrankungsbild auszuschließen. Also komplette Koloskopie mit Stufenbiopsien, das sollte immer gefordert werden. Gut, über die Ursachen möchte ich im Detail nicht näher eingehen. Es gibt viele Faktoren, die diskutiert werden, wie beim Crohn, wie bei der Colitis ulcerosa. Auch noch nicht alles bis ins Detail natürlich verstanden. Viele offene Fragen, aber ein interessanter Faktor ist wie beim Morbus Crohn auch der Nikotinmissbrauch. Es gibt jetzt einige Studien, die gezeigt haben, dass Patienten mit mikroskopischer Colitis häufig Raucher sind, wie in dieser Studie. 37% der Patienten mit mikroskopischer Colitis sind Raucher, 17% nur in der Kontrollgruppe. Also Rauchen scheint ein höheres Risiko zu sein, auch im jüngeren Alter. Und es ist ganz interessant, es gibt eine ältere Arbeit, die gezeigt hat, dass Patienten mit mikroskopischer Colitis viel häufiger an einem Lungenkrebs erkranken. Das haben wir natürlich nie einordnen können, warum ist das so, gibt es da irgendeine Verbindung, aber Nikotin scheint die Ursache hierfür zu sein. Also Nikotin ist auch ein Risikofaktor. Ob das Einstellen des Rauchens einen positiven Einfluss hat, da gibt es noch keine Daten, aber es ist natürlich spannend zu untersuchen. Es gibt noch andere Ursachen, Medikamente werden ins Feld geführt, Aspirin, Beta-Blocker, Antidepressiva. Deswegen muss man auch in der Anamnese nach diesen Medikamenten fahnden und man kann durchaus durch Medikamentenstopp den einen oder anderen Patienten positiv beeinflussen. Was ist jetzt mein Therapieziel, wenn ich die Diagnose gestellt habe? Mikroskopische Colitis, also Kollagen- oder lymphozytäre Colitis. Klar, ich will die Symptome bessern, ich will die Lebensqualität normalisieren und verbessern. Ob ich was an der feingeweblichen Untersuchung, an der Histologie mache, das ist alles noch fraglich, ob das irgendwie ein Vorteil hat oder nicht. Und ich will natürlich die Rückfälle verhindern, da komme ich dann später noch drauf zu sprechen. Was gibt es an Therapie? Budesonid, 9 Milligramm, Sie alle kennen die Substanz aus der Behandlung des Morbus Crohns. 9 Milligramm für 6 bis 8 Wochen gegeben. Diese 3 placebo-kontrollierten Studien wurden durchgeführt. Und über all diese Studien war das Ansprechen, also die komplette Beschwerdefreiheit, 81% gegenüber Placebo 17%. Sie sehen diesen Riesenunterschied, dieses hervorragende Ansprechung auf die Substanz. NNT von 2 bedeutet, jeder zweite Patient profitiert von einer Therapie mit Budesonid. Und deswegen ist Budesonid heute in der Dosis 9 Milligramm die Standardtherapie und auch als Therapie zugelassen für die Erkrankung der Kollagenokolitis. Es gibt eine aktuelle Untersuchung, die das Mesalazin mal untersucht hat, also das Salofalk oder Pentasa oder was Sie auch wollen, weil es natürlich eine interessante Substanz ist, gerade für die Rückfallsverhinderung, aber das war dann doch enttäuschend. Mesalazin wirkt bei diesen Patienten nicht. Auch hier wieder Budesonid mitgeführt, 80% ansprechen. Also es bleibt als Standardtherapie beim Budesonid. Das Problem ist, wenn Sie nach 6 bis 8 Wochen die Therapie absetzen, das sehen Sie hier, eine Nachbeobachtung, dann kommt der Rückfall sehr schnell und in einem hohen Prozentsatz. 62% in dieser Untersuchung kriegen einen Rückfall und der Rückfall kommt auch sehr schnell, 88% in den ersten 3 Monaten. Das heißt, die Akuttherapie ist noch nicht die gesamte Lösung. Die Patienten müssen einer Langzeittherapie, wenn sie so wollen, Langzeitmanagement zugeführt werden. Und es gibt verschiedene Faktoren. Die jüngeren Patienten sind häufiger von den Rückfällen betroffen. Die Patienten, die sehr viele Durchfälle haben, sind häufiger betroffen.
Und auch das Kollagenband über 20 Mikrometer ist auch ein Faktor, das haben wir hier mal untersucht. Aber letztlich ist uninteressant, Sie müssen schauen, welcher Patient bekommt einen Rückfall und diesen Patienten müssen Sie letztlich einer Langzeitstrategie zuführen. Und die Frage, kann man das auch mit Budesonid machen? Wir kennen ja aus den Crohn-Studien Langzeittherapien mit Budesonid, 6 Milligramm. Gibt es 2 Untersuchungen, die gezeigt haben, wenn man über 6 Monate Budesonid 6 Milligramm bekommt, dann kann man die Patientin in einem hohen Prozentsatz beschwerdefrei halten, also auch so etwa bei 70-80%, sodass Budesonid in der Langzeittherapie auch effektiv ist, um die Patienten beschwerdefrei zu halten. Auch eine NNT von 2, also jeder zweite Patient profitiert von dieser Therapie. Wir haben uns gedacht, wenn wir länger behandeln oder haben auch die Studiengruppen gedacht und man setzt dann nach 6 Monaten ab, bleiben die Patienten dann beschwerdefrei, bekommen dann doch nicht so viele ein Rezidiv wie in der Akuttherapie, aber leider, wenn man nach 6 Monaten absetzt, hat man die hohe Rückfallsquote wie bei der Akuttherapie, sodass man gar nicht drum herum kommt, die Patienten, die immer wieder einen Rückfall bekommen, eben auch regelmäßig mit Budesonid zu behandeln. Man kann natürlich durchbehandeln, man kann immer beim Rückfall behandeln. Da gibt es unterschiedliche Strategien, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Akuttherapie zur lymphozytären Kolitis, das sind alles Daten zur Kollagenkolitis gewesen. Hier 2 Studien, die aber im Grunde genommen genau das Gleiche zeigen. Ja, hohe Ansprechrate, 80-90%. Das heißt, auch für Patienten mit lymphozytärer Kolitis ist Budesonid 9 Milligramm Therapie der Wahl und es wirkt in einem hohen Prozentsatz. Wir haben eine europäische Arbeitsgruppe 2012 mal alle Daten zusammengetan und haben einen Algorithmus erarbeitet, wie man denn jetzt vorgeht im klinischen Alltag, wenn ein Patient eine mikroskopische Kolitis hat mit Beschwerden. Dann gibt es durchaus einige Substanzen, wenn der Durchfall nicht so stark ausgeprägt ist, wie das Loperamid, wie das Imodium, wie die anderen Substanzen, die hier stehen, durchaus therapieren kann, aber es gibt da wenig Studien, aber man kann das machen. Aber in der Regel, klar, nach Medikamenten gucken, Rauchstopp, sind alles so Dinge, die noch offen sind, aber in der Regel ist die Therapie der Wahl, das Budesonid 9 Milligramm für 6 bis 8 Wochen gegeben. Und die Patienten, dann setzt man nach 6, 8 Wochen ab und behandelt natürlich dann nur die Patienten, die einen Rückfall bekommen, also nicht von vornherein jeden Patienten dann mit einer Dauertherapie versehen, sondern wirklich nur die Patientengruppe, die einen Rückfall bekommt, dann mit 9 Milligramm und dann geht man irgendwann auf 6 Milligramm. Einige sind auch beschwerdefrei unter 3 Milligramm. Das kann man im klinischen Alltag mit dem Arzt zusammen dann runterdosieren. Und es gibt aber auch Patienten, Sie sehen die Ansprechraten 80-90%, da sind aber durchaus 10-20% der Patienten, die auf die Budesonid-Therapie nicht ansprechen. Was macht man mit denen? Es werden natürlich hier, wie auch in Analogie zum Crohn, Colitis ulcerosa, auch mittlerweile Immunsuppressiva eingesetzt, aber hier ist die Datenlage noch schlecht. Da sind einige Studien unterwegs, einige Fallberichte zeigen, dass Azathioprin wirkt, dass das Methotrexat wirkt, dass die TNF-Blocker wirken, aber das sind letztlich Dinge, da ist auch das Buch noch nicht geschlossen, da muss man mal sehen. Das ist ja nur ein kleiner Anteil an Patienten und deswegen ist es auch schwierig, mit diesem kleinen Anteil von Patienten auch diese Studien durchzuführen, mit diesen Substanzen, aber die Studien müssen natürlich durchgeführt werden, wenn wir auch von unserer Seite eine fundierte Empfehlung aussprechen wollen. Und hier die Operation, die Anlage eines Ileostomas, wir wollten das aus der deutschen Sicht eigentlich gar nicht da drin haben. Die Schweden und die Skandinavier haben da eigentlich ganz gute Erfahrungen von Patienten, die so 20 Durchfälle pro Tag haben, die nicht angesprochen haben. Dann hat man einfach ein Ileostoma angelegt und der Durchfall war weg. Und wenn man dann bei dem Patienten Proben gemacht hat, dann war auch auf einmal die Histologie komplett normal, das Kollagenband war weg. Also der fäkale Strom scheint auch bei dieser Erkrankung eine Rolle zu spielen. Und im Rahmen der Mikrobiomforschung, die aktuell läuft, wird vielleicht das ein oder andere hier auch nochmal an Informationen dazukommen. Also ganz interessant, also wie auch beim Crohn, wie bei der Colitis ulcerosa, der fäkale Strom scheint hier eine wichtige Rolle zu spielen. Damit bin ich am Schluss und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die mikroskopische Colitis, das wollte ich doch
erwähnt haben, ist jetzt auch unter dem Dach der DCCV seit 2012. Da haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut, weil wir auch diese Patienten herausfiltern wollen und gerade aus der großen Gruppe der Reizdarmpatienten. Und das größte Ziel, was wir natürlich im Rahmen der DCCV-Arbeit haben, ist letztlich die Wahrnehmung für dieses Krankheitsbild sowohl in der Bevölkerung, aber eben auch bei den Ärzten zu steigern, also sensibilisiert zu sein für das Krankheitsbild, wenn Patienten mit chronischem Durchfall herumlaufen. Wir haben so einige Dinge schon gemacht, wie so ein Flyer, mikroskopische Colitis sicher erkennen und effektiv therapieren. Aber da haben wir noch einige Dinge vor, um eben, wie gesagt, diese Wahrnehmung für dieses Krankheitsbild weiter zu steigern, sowohl bei Ärzten als auch bei Patienten. So, jetzt bin ich aber wirklich am Schluss. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank für diese interessanten Dinge zu dieser ja doch recht jungen Erkrankung. Ja, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa kennen wir nun schon bald 100 Jahre. Das ist jetzt in den letzten Jahren neu geworden. Es gibt ja trotzdem Patienten, die sind nicht so ganz nebenwirkungsarm zu führen. Ja, gerade unter Budesonid nehmen einige Patienten massiv Gewicht zu. Ja, ich habe eine Patientin, 20 Kilo Gewichtszunahme, unter 9 Milligramm Budesonid geht es nicht. Budesonid hat auch diese Gewichtsabnahme sicherlich Gewichtszunahme mit verursacht. Sie raucht weiter, eine Schachtel am Tag. Soll ich dieser Patientin wirklich eine systemische, immunsupprimierende Therapie geben? Ich sage mal nur wegen 8 Durchfällen am Tag? Das hängt natürlich wirklich vom Leidensdruck der Patienten. Also das Krankheitsbild ist jetzt mal nicht gefährlich. Das heißt, wir haben auch Langzeitdaten, 10 Jahre, 15 Jahre. Es scheint so zu sein, dass wir kein erhöhtes Risiko haben für irgendeine Bösartigkeit. Insofern, wenn sie aber geplagt ist von den Beschwerden, dann muss ich mir natürlich was überlegen. Ich meine, 8 Durchfälle, ich weiß nicht, wer hat da noch eine normale Lebensqualität? Also insofern muss man dann letztlich andere Substanzen verwenden, probieren. Azathioprin ist eine Möglichkeit, vielleicht auch mit 6 Milligramm Budesonid. Systemische Steroide gehen im Übrigen auch, aber letztlich dann hat man eben auch die Nebenwirkungen, anders als beim Budesonid. Das geht, es funktioniert auch. Na klar, es ist immer leichter, Tabletten zu nehmen, als mit dem Rauchen aufzuhören. Das kennen wir alle aus der Verwandtschaft oder vielleicht auch von uns selbst. Ja, gibt es Fragen an Herrn Professor Matisch? Bitte schön. Habe ich das richtig gelesen, dass ein blutiger Stuhl eine Ausschlussdiagnose darstellt? Der blutige Stuhl ist ja immer grundsätzlich ein Alarmsymptom. Insofern trotzdem natürlich Durchfälle und wenn mal Blut dabei ist, kommt man ja um eine Darmspiegelung nicht herum. Das eine schließt das andere nicht aus, aber Blut im Stuhl ist natürlich ein Alarmsymptom. Aber hat mit der mikroskopischen Colitis per se erstmal nichts zu tun. Trotzdem, ganz wenige Patienten haben ja die kleinen Geschwüre. Es gibt auch in der Literatur Fallberichte, auch mit schweren Blutungen aus diesen kleinen Geschwüren. Da kann eben auch mal eine kollagene Colitis dahinter stecken, aber das ist nicht der Regelfall. Ja, und man kann ja auch hämorrhoidal leiden, zusätzlich genau, haben, beispielsweise. Bei den vielen Stuhlgängen am Tag kann das ja mal aktiviert werden. Sonst Fragen von Ihnen? Bitte schön, Anders. Sie kennen sich ja sehr gut aus mit dem Krankheitsbild, haben auch viel dazu geforscht. Ein wenig. Es gibt so in der Literatur den einen oder anderen Übergang von der einen in die andere Erkrankung, aber das sind wirklich Einzelberichte. Insofern, unterm Strich ist das eine spannende Frage. Da können Sie den Reizdarm auch noch mit daneben tun und dann haben Sie im Grunde genommen irgendwo zwei Pole, einmal die schweren, Crohn, Colitis ulcerosa, dazwischen die mikroskopische Colitis und dann irgendwann der Reizdarm, wo wir ja auch mittlerweile wissen, dass auch Entzündungszellen da vermehrt sind etc. Vielleicht haben wir ja irgendwo, ist das alles chronisch entzündlich und wir haben eben unterschiedliche Ausprägungsgrade, aber das ist letztlich so eine Hypothese, die spannend ist, aber natürlich noch gar nicht bewiesen. Aber wir haben zum Teil auch, wie gesagt, Fallberichte, wo man beim Patienten mit einer klassisch chronischen entzündlichen Darmerkrankung auf einmal ein verdicktes Kollagenband hat und umgekehrt einen Übergang einer Kollagenkolitis in Crohn oder Colitis ulcerosa. Eine Frage bzw. zwei Fragen. Die erste, 80-jährige Patientin mit blutiger Diarrhö, endoskopisch
makroskopisch typische Bild einer mittelschweren Colitis ulcerosa, Stufenbiopsien, der Pathologe beschreibt in jedem Abschnitt ein dickes Kollagenband. Diagnose mikroskopische Colitis. Unter welchem Namen läuft diese Patientin bei Ihnen? Gut, wenn sie Durchfälle hat, wenn sie ein Kollagenband hat, aber natürlich die typischen Veränderungen einer Colitis ulcerosa, dann muss man makroskopisch natürlich so behandeln wie eine mikroskopische Colitis und dann muss man schauen. Aber so eine richtige Diagnose, es wird sich höchstwahrscheinlich erst im Verlauf herausstellen, in welche Gruppe diese Patientin kommt. Ja. Die zweite Frage, dieses Kollagenband. Man kann die Patienten natürlich nicht unbehandeln lassen, aber gibt es da Erfahrungen darüber, was mit diesem Kollagenband im unbehandelten Fall passiert? Wird es dicker? Fibrosiert der Darm? Wird er funktionsunfähig? Dazu gibt es eigentlich eher weniger Daten. Wir wissen natürlich aus den Therapiestudien, dass sich das Kollagenband verändert, weniger wird unter der antientzündlichen Therapie. Das war auch auf einer Folie zu sehen. Aber wenn man unbehandelt, gibt es keine Daten, ob es immer dicker wird und Probleme macht und zu Strukturveränderungen, weiterreichenden Strukturveränderungen führt. Letztlich ist, das muss man beim Kollagenband im Grunde genommen auch sagen, das ist letztlich keine vermehrte Produktion, sondern ein verminderter Abbau, die letztlich zu diesem Kollagenband führt. Ja, ganz herzlichen Dank. Für viele ist dieses... Ja.